Ich habe selten zu einer Ausstellung sprechen dürfen, die gleichermaßen so zugänglich, aber auch so gehaltvoll ist. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber Evolution und sogar die Evolution der Evolution ist für mich wirklich kein alltägliches Thema. Ich stehe hier vor einem Werk von Patrick Werksma. Was mir als erstes ins Auge gesprungen ist, ist dieser wunderbare Bagger. Und dann beginne ich zu denken und frage mich, was passiert da eigentlich? Und entdecke, dass da eine eigene, fast für sich abgeschlossene kleine Welt völlig auf den Kopf gestellt ist. Und dann entdecke ich beim genauen Hinschauen hier ganz oben den vermeintlichen Survivor of the Fittest. Und dann wird mir plötzlich klar, nicht er ist der Überlebende. Nur die Natur ist die, die alles überlebt. Ich muss sagen, für mich haben die Bilder Inge Hofnagels einen ganz ähnlichen Eindruck. Auch sie sind Werke, die dem Betrachter nicht die Wahrnehmung diktieren. Sie treten ganz schlicht mit dem Betrachter in einen Dialog. Und so war ein Aufenthalt in Libyen der Auftakt zur wiederholten künstlerischen Auseinandersetzung mit den Auswirkungen der Klimaveränderung. Und diese eher reinen bis eher zarten Farben, sie zitieren Landschaft, Licht und Vegetation. Als verbindendes Element zwischen den Werken Inge Hofnagels und Rainer Lehmanns empfinde ich die Liebe zur Reduktion. Wir ahnen, sobald wir diese Bilder sehen, dass wir dort eine Realität vor uns haben, die es aber noch zu entdecken gilt. Der Künstler spielt hier mit der binären Sprache, die wie das monochrom gehaltene Werk unsere Welt, unser Sein durch Algorithmen zu erklären versucht. Melanie Mertens spielt in ihrer Kunst gerne mit dem ersten Eindruck. Der erste Eindruck, die anziehende Farbkombination, perfekte Technik und ein harmonisch komponiertes Ganzes ziehen uns als Betrachter ins Bild. Es ist ein Werkzyklus, den wir hier von Melanie Mertens entdecken, der sich mit einem aus der Romantik bekannten Thema beschäftigt, mit der blauen Blume, die wir dort auch von Roboterhand zart gegriffen sehen. Durch Novalis steht sie für die Verschmelzung des Menschen mit der Natur, das metaphysische Streben nach dem Unendlichen, nach der Sehnsucht des Menschen, nach dem Erreichen des Unerreichbaren. Harry Schumacher hinterfragt in seinen puristischen Werken durch Symbol- und Formensprache die gegenwärtige Definition von Evolution und fordert gemeinsam mit den Künstlerkollegen in dieser Ausstellung zu einer Evolution der Evolution förmlich auf. Die Urform des Kreises, des Eis, stehen für Leben, für Kreislauf, für Perfektion. Sie werden immer wieder neu in Kontext gebracht durch Materialien, die ihre Form organisch ergänzen oder verletzen. Das Spiel mit der visuellen Wahrnehmung treibt dann Dieter Wessinger in seinen Werken bewusst sehr weit. Eine Banane wird operiert. Nach und nach bemerken wir dann, was dieses vordergründig humorvolle Werk wirklich in uns auslöst und lässt uns erkennen, was wir eben gar nicht mehr gewohnt sind zu erkennen. Die Verletzlichkeit und die Würde der Natur, der Schöpfung. Die Bilder von Sascha Suidam begegnen uns in ihren Werken
ganz bewusst auf Augenhöhe. Hochästhetisch und immer an der Grenze zum fast schon morbiden balancierend, zeigt sie uns Wesen, die zugleich entmenschlicht und doch zutiefst menschlich erscheinen. Die 3D-Collage von Dieter Wessinger um die Ecke zeigt an diesem Ort, wo Wissenschaft und Diskurs aufeinandertreffen, das menschliche Großhirn in vielfacher Hinsicht. Es gibt keine bessere Aufforderung an die Menschen, die in diesem Haus hier zu Gast sind, hier arbeiten, aber auch an uns als Besucher dieser Ausstellung und als Betrachter der Werke, uns die Evolution der Evolution eben nicht aus der Hand nehmen, sondern uns ordentlich durch den Kopf gehen zu lassen. Thank you.